Ist das jetzt eine Setzung, die für dich allgemein ist, oder kann es sein, jetzt während der letzten 10 Tage, während du hier das aufgebaut hast, hast du das so, war das sozusagen dein Zustand, und es kann meinetwegen in 3 Wochen eine Installation ganz anders aussehen, wo ganz andere Dinge kommuniziert wurden, andere Schwerpunkte, andere Setzungen und ja, so weiter? Ja, ich bin mit einer bestimmten Idee hergekommen. Also ich hatte, das war eine Grundidee, die hatte ich mir, mit der arbeite ich in letzter Zeit häufiger, das ist Herz-Lungen-System, das war auch in mehr oder weniger im Entwurf schon drin. Und was jetzt auf dieser Seite stattfindet, ist relativ neu. Das thematisiert einfach, dass meine Freundin schwanger ist. Und dass ich darüber nachdenke und wie es mir damit geht. Und dass letztendlich eben dieser Abzweig mich dann eigentlich froh stimmt. Und wenn ich ein anderes Anliegen habe und Zeit habe und den Ehrgeiz habe, präzise zu arbeiten, dann wird das ähnlich. Manchmal ist es aber auch, geht es darum, in Anführungszeichen dekorativ zu sein, einen Raum voll zu kriegen oder so. Und manchmal macht es auch einfach nur Spaß, Farbe und Gewichtung hin und her zu schieben. Das ist je nach anders. Aber wenn ich vor so einer Arbeit versuche aufzutreten, dann versuche ich schon präzise zu sein, weil das macht uns keinen Spaß. Also ich mache dann auch ästhetische Kompromisse. Also wenn ich hier nicht aufgetreten wäre, hätte die Arbeit anders ausgesehen. Wäre dann aber nicht so präzise gewesen. Aber ein bisschen ästhetischer vielleicht. Ja? Ich weiß nicht, ob das hier in den Kopf wäre, aber wie ist es mit Zeit? Also Zeit allgemein und Zeit mit Speziell ist hier. Passiert was? Also die Abwicklung oder das Verfolgen passiert im Auge des Betrachters oder wie? Ja. Das ist, sagen wir, die Zeit, ja? Ja. Aber es ist ja auch was dargestellt, was Zeit implizieren kann oder was Relationen in Zeit und Raum darstellen kann. Ja, weil das ja so vielschichtig ist, habe ich gedacht, wo bleibt man sagen wir. Eine wunderbare Frage, vielen Dank. Bitte. Und zwar, also ich bin nämlich der Verfechter, also ich stehe hier auf was, das kann man eine Bühne nennen, eine Szene. Und ich verfechte was, dass ich nämlich sage, was jetzt hier steht, und wenn man das liest, und wenn man sich das jetzt fortsetzt, also Sie wollen sich Ihre Rolle angesichts des Bildes erklären lassen, sinngemäß, das ist ein Zitat von Thomas Huber, geht es dann weiter. Deshalb habe ich mich eigentlich immer darauf konzentriert, eben genau diese Situation zu reflektieren und eben nicht die Bilder zu erklären. Wenn man das liest, vergeht Zeit. Es gibt eine eindeutige Lesrichtung und das kann man narrativ nennen, gerade wenn man sich das noch fortgesetzt vorstellt. Wenn man in ein Museum geht und man hat so ein Historienschinken, wo irgendwie jemand zum Ritter geschlagen wird und drumherum stehen zigtausend Soldaten, so ganz fein säuberlich gemalt, dann wird dieses Bild oft narrativ genannt. Und man kann einen Test machen, man nimmt ein 7-jähriges Kind und stellt das vor so ein Bild und sagt, dieses Bild erzählt dir was. Und das Kind wird irgendwie, solange es dir nicht einen Gefallen tun will, sagen, nö, tut's nicht. Das Bild ist eine Szene. Ist sozusagen wie ein Standbild aus dem Film. Und was ich jetzt mache, wenn ich vor so einer Arbeit agiere, mache ich sozusagen, ich bin in der Szene aktiv und spiele dann im Verhältnis als Vergleich Theater. Und Theater ist als Form narrativ. Wobei Leute, die Theaterstücke schreiben, eigentlich eher immer darauf beharren, dass es dramatisch ist und da irgendwelche spitzfindigen Unterscheidungen machen. Aber wenn man jetzt die Bühne verlässt, beziehungsweise die Schauspieler verlassen die Bühne und man betrachtet das Bühnenbild, dann ist es wieder eine Szene. Und eben was du gesagt hast, dass alles, was im Auge oder im Kopf des Betrachters stattfindet, die Zeit, die da vergeht, ist ja nicht angelegt in dem Artefakt, was das auslöst. Also es gibt einfach einen eindeutigen Unterschied zwischen Film und einem Standbild. Und es wird eben ein bisschen Schindluder getrieben mit den Begrifflichkeiten. Also Bilder sind meiner Meinung nach nie narrativ, sondern szenisch. Und wenn man diese kleine Unterscheidung macht, ist das oft relativ produktiv. Also weil man dann nämlich auch fragen kann, inwieweit ist ein abstraktes Bild narrativ oder szenisch. Und abstrakte Bilder narrativ zu bezeichnen, ist ziemlich absurd, aber man kann jetzt sagen, dieses Wandbild ist szenisch. Es geht da irgendwie um Landschaft und um Raum.
Und dann funktioniert das wieder. Und also eigentlich, also der zweite Moment oder der zweite Aspekt zur Zeit ist, dass es gibt sozusagen zwei unterschiedliche künstlerische Strategien. Das eine ist eigentlich im Radikalfall die Flagge. Das ist wirklich ein Sekundenbruchteil. Und es gibt ja Künstler, die genau mit diesem Thema arbeiten. Und es gibt die Gegenstrategie, möglichst komplex, dass du keine Chance hast, das zu scannen. Also es gibt ja oft, du betrittst einen Ausstellungsraum, fertig, klar. Und sobald du komplexer wirst, ist das nicht mehr möglich. Und diese Komplexität ermöglicht es aber, Kontexte mit in die Arbeit zu nehmen. Also die Sehnsucht, die dahinter steckt, denke ich mal, beim Künstler ist, dass du Kontexte definierst und damit unabhängig wirst von Kunstwissenschaftlern oder von irgendwelchen Meinungen, die in die Arbeit reingetragen werden. Also ist, glaube ich, also das, was man individuelle Mythologie nennt. Ne? Anfang der 70er Jahre, Dokumenta 5 oder was ist das? Paul Zehmann. Das ist ja eine Strategie, die eigentlich antikuratorisch ist, das ist Wunderkammer. Alles, was dir wichtig ist, kommt auf den Haufen und soll deine Arbeit miterklären und eben nicht irgendein Wissen, was du haben musst. Der Ton ist immer noch tot. Keine Fragen mehr? Ich habe eine. Ja? Und zwar, ich würde sagen, das wirkt auf mich wie Blätter, die im dunklen Blau umrandet. Ja. Die, also die rings um die rechte Figur sind. Ja. Das ist eine Form von. Ich nenne das jetzt mal poetische Unpräzision, die ich liebend gerne mir gestatte. Also das ist ja ein System aus Herzen und Lungen. Und da geht es, also für mich geht es um Sauerstoffaufnahme, Luft kriegen. Ne? Und die Blätter haben für mich eben sehr viel auch mit Sauerstoff zu tun, als Bild. Und mit Wachsen und mit, ist eigentlich... Ein gedeihliches Klima, nenne ich das jetzt mal. Also wo die Pflanze gedeiht, da ist, waltet der grüne Daumen und es ist eine angenehme Situation. Und zum anderen ist es für mich interessant als Ornament. Also es gibt einfach noch die Möglichkeit, Informationen durch verschiedene Dichten von Linien zu transportieren, wo man dann wieder zum Beispiel kommen kann, also das ist ja auch die Information, die da drin steckt, ist eine bestimmte Form von Verdichtung und Muster und Ornament und damit sozusagen man sagt, also wie ein Baum, der 5 Blätter hat oder eben 5000. Also die Information Blatt ist in beiden Fällen gegeben, aber es entsteht noch ein anderer Eindruck. Und auch auf der Ebene zu argumentieren, finde ich ausgesprochen wichtig. Also mich hat es angemutet als Verbindungselement eben zur Umwelt dieser. Ja, also das. Dann, das stimmt dann schon klar. Das, ja, eine Pflanze ist ja auch ein Grund. Ja. Also das würde. Ja? Also die. Also Lunge ist ja auch das für mich das Kontaktelement zur Umwelt. Also deswegen ist es für mich, also sozusagen, wo ich als Protagonist auftrete, ich gebe mir oft eine Lunge. Also oft, also wenn ich mich selber irgendwo reinsetze, Kopf und Lunge, das reicht. Und eben dieser Kontakt zur Außenwelt. Ja, damit würde ich sagen, beende ich meinen Vortrag und hoffe, einige Informationen über die Möglichkeit dieser Art von Zeichnung vermittelt zu können.